Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Baldur's Gate. Jo, ich muss eine Kleinigkeit richtig stellen. Ich habe nämlich am Schluss der letzten Folge einen kleinen Fehler gemacht in der Diebesgilde, als ich den einen Typ abgewiesen habe. Und ja, das ist dann etwas blöd gelaufen, weil, soweit ich mich erinnern kann, brauchen wir die Diebesgilde noch für die Main Story. Das heißt, ich hätte vielleicht einen Gamebreaker jetzt gerade verursacht, indem ich den abgewiesen habe. Ich bin mir da aber nicht mehr ganz sicher. Und bevor wir jetzt hier irgendwo nachher Probleme kriegen, wenn wir weiter im Spiel sind, kurz vor Ende nämlich, deswegen will ich das jetzt hier an der Stelle gleich richtig stellen. Also sind wir jetzt wieder bei unserem Autosave gelandet. Also kurz bevor wir Baldur's Gate betreten. Ich entschuldige mich schon mal dafür, dass wir das Ganze jetzt nochmal machen müssen. Wobei, ich muss es selber nochmal machen. Ihr könnt nur zusehen oder es überspringen. Ich werde auf jeden Fall die Dialoge jetzt einfach größtenteils wegklicken. Weil das, was wir schon hatten. Also, einmal rein da. Nach Baldur's Gate. Schauen wir uns nochmal das hübsche Baldur's Gate Intro an. Jo. Hey da, Wanderer! Bleib mal kurz bei einem alten Mann stehen. Ja, da ist wieder Elminster. Er ist so durch U-Durch zu sehen. Was wisst ihr über Gorion? Er war ein guter Mann. Und ich tue, was ich am besten kann. So. Ja? Das kennen wir ja alle schon. Nichts leichter als das. Und ich glaube, wir gehen jetzt einmal gegen den Uhrzeigersinn herum. Billy Clan des glücklichen Aiello. Wie sich diese Gruppe entwickelt, gefällt mir nicht. Ein besserer Anführer könnte vielleicht helfen. Oder wir gehen wieder im Uhrzeigersinn rum. Das ist, glaube ich, dann doch besser. Hier können wir rein. Was ist das? Ah, eine Taverne. Bürgerlicher. Bürgerliche. Noch ein Bürgerlicher. Wie wär's mit einem Whisky? So, hier können wir einmal schlafen. Hoffe ich mal. Ja, können wir. So. 12 Uhr mittags, 13 Uhr. Gut, dann gucken wir uns mal oben um. Gut. Hier ist auch nur eine Bar und ein paar Spieltische, Billard. Ihr seht nicht nach was Besonderlichem aus. So. Das heißt, wir können hier wieder rausgehen. Aber wir sind schon mal jetzt wieder topfit. Gut. Und es ist helllichter Tag, um Baldur's Gate zu erkunden. Oder Baldur's Tor, wie es in der deutschen Synchro ja heißt. So, hier waren wir drin. Hier ist noch ein Haus. Was ist hier drin? Beinahe unter meiner Würde. Du siehst aus wie ein Laden. Silence, Stille. Okay, wir haben hier wohl einen Gemischtwarenladen gefunden. Wollt ihr ein Freund sein oder wollt ihr sterben? Kinder der Nacht auf Webwegen, habe ich recht. Nun seid uns willkommen, sofern ihr euch zum Benehmen wisst. Für gewöhnlich hat der Schutz von den uns. Hat der Schutz, den wir unseren Gästen gewähren, seinen Preis, der sich pro Kopf berechnet. Doch darüber will ich heute einmal hinwegsehen. So wünsche ich euch den einen angenehmen und vor allem sorgenfreien Aufenthalt. Okay. Schutzumhang, Schleuder und Kugeln. Ah. Kugeln für Dinner hier. Nicht schlecht. Können wir bei ihr einfach so bei den Regalen plündern? Was wollt nichts leichter als das? Ja, können wir, aber da scheint nichts Interessantes drin zu sein, ne? Ein paar Pfeile und so. Okay. Das Regal, da sieht noch interessant aus.
Wir sind hier wohl in einer... Was? Beinahe unter meiner Würde. Zweigstelle der Diebesgilde gelandet. Beinahe unter meiner Würde. Gut. Seht ihr, so hätten wir die Sachen schon mal übersehen, wenn ich den Fehler nicht gemacht hätte. Hust, hust. Da ist der Elfgesang. Oh, ein Edelstein. Einfach so in einem Fass. Bürgerliche. Und hier ist die Straße nach Südost, Baldurs Tor. Genau. Also es gibt Nordwest, West, Südwest, Nord, Süd, Zentral, Nordost, Ost, wo wir uns gerade befinden, und Südost, Baldurs Tor. Gut. Und soweit ich mich erinnern kann, gibt es insgesamt 3 Teile Kanalisation. Wobei ich nicht mehr genau weiß, wie die unterteilt sind. Also da geht es in die Kanalisation runter. Ein Junge. Ihr seht aber komisch aus. Danke, du auch. Mama hat gesagt, dass ich nicht mit Abenteurern reden darf. Die sind alle verrückt, hat sie gesagt. Ja. Hallo, Leute. Ob man uns Abenteurer nennen kann? Hier drin ist ein Buch. Und das hier ist ganz toll. Hier steht Gemischtwarenladen. Aber welche unten? Ich bin ganz Ohr. Hä? Komisch. Ich hätte schwören können, hier war ein Bug. Aber das hier ist einfach nur ein Gemischtwarenladen. Okay. Ich hätte schwören können, das wäre noch was anderes gewesen. Ich bin ganz Ohr. Ja, genau, das war der Gemischtwarenladen. Der verkauft uns nur solches Zeug, was wir nicht gebrauchen können. Höchstens ein neues Langschild für Khalid. Das wäre eine Überlegung wert. Wir verkaufen mal das Zeug. Ja, komm, die 1500 Gold haben wir. Kaufen wir Khalid ein Langschild. So. Das darf Khalid dann mal anziehen. Ist ja nicht sehr viel schwerer, hoffe ich mal. Doch, doppelt so schwer. Okay. Willkommen in meinem bescheidenen Reich. Das normale Schild ist mehr wert als das Langschild. Egal. Einfach weg damit und gutes Schutzumhang und Flegel noch weg. Und den Rest brauchen wir noch. Also raus hier. Nichts leichter als das. So, hier war der Nekromant, glaube ich, drin. Aber den lassen wir jetzt erst einmal gut sein. Obwohl, den können wir auch gleich den Besuch abstatten. Du bist ja hier lang. Wobei ich auch erst überlegen muss, was es mit seiner Quest genau auf sich hatte. Was wollt ihr? Beinahe unter meinem... Gut. Ja, genau, du da. Ich habe einen schönen verruchten Auftrag für euch, bla bla bla, kennen wir alle schon. Wir sollen ihm eine Leiche aus der Kanalisation Beinahe bringen. Unter meiner Würde. Ja. Tote Leiber. Sollen wir ihm besorgen? Das machen wir dann Schlag auf Schlag, wenn wir die Kanalisation gehen. Ja, da müssen wir, soweit ich weiß, ist es jetzt falsch dargestellt. Da müssen wir auf jeden Fall hin, das weiß ich noch. Für einen anderen Auftrag. So, hier haben wir auch ein Haus. Das ist, glaube ich, auch abgeschlossen. Was wollt ihr denn? Ich verschwinde jetzt. Also in Häuser einbrechen, das machen wir trotzdem immer noch. Achso, das war das Haus mit den Kindern. Weil, wie man sieht, können in so verschlossenen Häusern trotzdem noch wichtige Personen sein. Beinahe unter meiner Würde.
Und ich sollte in Zukunft immerhin alleine in Häuser schicken, dass die sich nicht alle im Weg rumstehen. So, hier schnarcht einer. Oder eine. Gut. Und wir gehen wieder. Beinahe unter meiner Würde. Bei dem Baldur's Gate sollten wir uns hüten, Leute auszurauben. So, wir gehen jetzt erstmal in den Elfgesang mal wieder. Der liegt hier. Ah, das sieht schon mal ganz gut aus, was wir hier aufgedeckt haben. So, Elfgesang, öffne dich. Was willst du? Nichts leichter als das. Und jetzt werden wir schon mal gleich angequatscht. Was willst du? Ja, ihr seid alle Kämpfer, Magier, Monstertüter, wie? Ja, sind wir. Dialog beenden. Bürgerliche, genau mit dem da reden. Geneigte Aufmerksamkeit, bla bla bla. Was steht hier? Ja. Was springt für mich dabei heraus? Ja. Ich werde die Herausforderung annehmen und gut ist. So. Hier im Elfgesang, in dem Stockwerk war, glaube ich, keiner mehr. Also gehen wir mal ein Stockwerk höher. Vorausgesetzt, da steht uns nicht jemand im Weg. So. Gut. Beinahe unter meiner Würde. Genau, hier ist der Schlägertyp. Hey, mit dem ich mich allerdings nicht anlegen will, an dem ich mich aber verkeile. Ja, gut. So, hier ist die Chefin. Was wünscht ihr? Melancholie, Dialog beenden. Was wünscht ihr? So, mit der können wir jetzt auch Handel treiben und schlafen und so weiter. Gut. Da ist ein Schläger. Da war der andere Händler, der uns dasselbe Zeug verkauft wie der Typ auf dem Jahrmarkt. Und ja, es gibt tatsächlich Händler, die genau dasselbe Angebot haben, beziehungsweise das mit sich rumschleppen, was wir bei anderen Händlern verkauft haben. Ah, hier sieht das. Hier sieht nach einem Speisesaal aus, Schlafzimmern, alles. Sieht eigentlich nicht wirklich nach einem normalen Gasthaus aus, wenn man es so sehen darf. Ich sehe nämlich keinen Raum mit einem Bett hier eigentlich. Außer man schläft hier drin. Wobei ich mir das auch nicht vorstellen kann. Ne, es gibt hier einfach keine Betten. Komisches Gasthaus. So. Nichts leichter als das. Elfgesang ist abgeschlossen. Hallo, Leute. Gut, du stehst immer noch darum. Hier ist magisches Kleinzeug. Da wollen wir als nächstes rein. Aber erstmal gehen wir um das magische Kleinzeug herum. Dann sprechen wir den Diebesmeister direkt gegenüber an. Habt ihr etwas gesagt? Und dann betreten wir nochmal die Diebesgilde. Und ich mache mal zwischendurch einen Quicksave. Damit auch ja nichts wieder schief geht. Und wir das Ganze nochmal machen müssen. So. Kommst du das Fass noch ran? Eine Schriftrolle. Formel der Dummheit, die können wir gleich ablegen. Wer auch immer die da versteckt hat. Bürgerlicher? Aber ach so, wir wollten ja einmal nur hier um den
um das magische Kleidzeug drumherum. Genau. Jetzt gehen wir das magische Kleidzeug hinein. Beinahe unter meiner Würde. Von dem erfahren wir über die Nekromanten. Und bei dir kaufen wir jetzt ein paar Zauber. Aber wir verkaufen nicht Nestas Dolch. Oh, bei dir können wir Räuberskalpe verkaufen. Sehr schön. Sind zwar kaum was wert, aber trotzdem.